Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist passiert, tatsächlich. Living Flame ist voll. Wir sind gerade in einer Warteschlange von 1120 Leuten circa. Und ich bin eben reingejoint, da waren wir bei knapp 4000 Leuten. Das ist crazy. Ich kann euch da noch einen kleinen Screenshot einblenden. Und ich muss einfach sagen, der Server-Merch, der war einfach ein kompletter Erfolg. Und ich finde es einfach total nice, dass jetzt so viele Leute auf einem großen Server spielen. Ich bin mal gespannt, wie die Queues ab der nächsten Phase dann auch bearbeiten werden und die Server-Kapazitäten hochschrauben werden. Ich meine, jetzt ist sowieso schon der World-Chat komplett voll. Ich finde es einfach total crazy, weil vor ein, zwei Wochen dachte man wirklich, Season of Discovery wäre einfach tot und da wird einfach keiner mehr spielen. Und jetzt haben wir so fette Queues, was einerseits ein zweischneidiges Schwert ist, weil natürlich ist es geil, es sind viele Leute auf einem Server und man kann sich mit den Leuten austauschen, man kann Raids machen, alles und es ist total geil. Aber man muss natürlich warten, man hat Nachteile abends bei Raids etc. Ich bin einfach mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Man sieht hier natürlich auch, Horde Character Creation is currently restricted und das ist natürlich total krass. Da sieht man, dass jetzt wirklich alle Leute von den anderen Servern, die auch Horde etc. gespielt haben, rüber transen. Und ja, dass das Ganze jetzt in eine Richtung gelenkt wird, ist natürlich auch immer jetzt spannend zu wissen, ob diese Faction Imbalance und dieses restrictende Character erstellen so weiterhin bleibt. Oder ob sich da dementsprechend noch was ändert ab der nächsten Phase, weil man kann ja theoretisch nicht einen Mega-Server machen und dann verbieten die eine Rasse zu spielen. Aber ja, das ist natürlich die Frage, wie jetzt Blizzard damit umgeht. Und ich finde das einfach total cool und total interessant, wie das jetzt weitergeht. Ja, in der Zwischenzeit wollte ich auch noch euch ein kleines Update geben, weil ich jetzt nebenbei meinem Krieger die ganze Zeit am Spielen bin. Da habe ich auch schon so ein, zwei Posts angeteasert in dem Community-Tab. Da habe ich auch ziemlich viele Posts jetzt, beziehungsweise Fotos immer wieder reingepostet, auch von zum Beispiel Epic-Waffen oder so, die ich einmal einerseits bekommen habe und andererseits auch gekauft habe für diverse Charakter, für meinen Rogue und für meinen Krieger halt jetzt dementsprechend. Und ja, wir werden einfach mal sehen, wenn jetzt auch ab Mittwoch dann die nächste Phase rauskommt, immer noch bis Rang 13 spielen kann, wie einfach das zu erreichen wird. Und die wollen ja auch vom PvP-System noch ein paar Sachen ändern. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das jetzt sich jetzt genau auswirkt. Und ja, freue mich einfach auf, was die nächste Zeit so bringt. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und uns ein bisschen austauschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.